Letztes Mal bei Open Mind. Es wird Zeit, einen nuklearen Angriff auf deren Argumente auszuführen. Und eine Droge, die damals verboten war, war Cannabis. Fakt ist aber... Ja, aber ich nenne es lieber Doppelmoral. Nein, danke. Bin ich kaltblut. Können wir uns nun dem nächsten Redner widmen, und zwar... Ja, die Stunde ist jetzt gleich aus. Wir müssen dann das nächste Stunde weiter anschauen. Ja, liebe Schüler, jetzt können wir heute im Unterricht fortfahren mit dem Thema, wo wir letzte Woche angefangen haben, und können uns den Film fertig anschauen über die damalige Drogenpolitik. Alexa, setze den Film über die Drogenpolitik von damals fort. Axel Gerke. Und als nächstes am Mic Dr. Axel Gerke von der AfD. So. Ah, der Woddy steht schon da. Ausgezeichnet. Prost. Ah, ich liebe diesen Job. Herr Präsident, liebe liebe Kollegen und Kolleginnen. Sonst sind wir es ja nur gewohnt, von der Union mit schlechten Argumenten zugemüllt zu werden. Schauen wir mal, ob die AfD ihnen Konkurrenz machen kann. Nun treten die Befürworter derzeit in breiter Front an. Typische Argumente sind, wir haben in der Jugend auch gekifft und es hat uns nicht geschadet. Das sind also typische Argumente? Es ist unglaublich, wie häufig die Legalisierungsgegner auf so lächerliche Strohmann-Argumente zurückgreifen müssen. Bei allen Reden der Legalisierungsparteien werden schlicht und einfach die Argumente für die Legalisierung benannt. Weil die Argumente der Legalisierungsgegner scheinbar nicht so gut sind, denken sie sich einfach angebliche Argumente aus, die man viel leichter widerlegen kann als die echten. Diese Strohmann-Argumente werden dann aufgebaut durch Formulierungen wie: Weil sie immer sagen, es wird behauptet. Und da sagen sie, dass typische Argumente sind. Damit die Legalisierungsgegner wissen, wie es ist, gestrawman zu werden, werde ich sie nun auch strawmannen. Typische Argumente gegen die Legalisierung sind: Cannabis sollte nicht legalisiert werden, weil Stelzen und Trompete. Aber dieses Argument gibt doch keinen Sinn. Unglaublich, was für ein Quatsch die Legalisierungsgegner labern. Zumindest ergibt sich für minderjährige Jugendliche kein Unterschied, ob mit oder ohne Legalisierung. Es macht für Jugendliche keinen Unterschied? Müsste er nicht irgendwie sagen, dass es durch die Legalisierung irgendwie deutlich schlimmer werden würde, wenn er das Verbot verteidigen will? Das war doch jetzt irgendwie voll das Eigentor. Es handelt sich bei Cannabis und daraus abgeleiteten Produkten um psychoaktive Substanzen, die insbesondere Jugendliche in ihrem Reifeprozess erheblich gefährden, und zwar umso mehr, je jünger diese sind. Nur reden wir von Jugendlichen, da geht es ganz besonders darum geht es. Sie, aber wir nicht. Na gut, aber ich bin ja jetzt hier am Pult, deswegen lassen Sie mich doch das reden. Ja. War schon witzig. Da lacht auch der Pilsinger und rutscht mit seinem Stuhl fröhlich auf und ab. Ist natürlich klar, dass bei dem Thema der Schwarze aus der AfD der Einzige ist, der nicht klatscht. Was diejenige, die hier immer reingerufen hat, wohl andeuten wollte, ist, dass es keinen Sinn macht, die ganze Zeit nur über die Jugendlichen zu sprechen, wenn Cannabis nur für Erwachsene legalisiert wird. Und er hat doch selbst gesagt, dass es für Jugendliche keinen Unterschied macht. Vielmehr steht zu befürchten, dass Cannabinoide als Einstiegsdroge für härtere Gangarten zu werten sind. Und interessanterweise kommen diese Befürchtungen genau von denjenigen, die sich am meisten mit der Drogenszene befassen. Von Strafverteidigern, Psychiatern, Drogenbeauftragten, Elternverbänden und Bewährungshelfern. Selbst wenn diese aufgezählten Personengruppen befürchten, dass es eine Einstiegsdroge ist, ändert das noch immer nichts an der Tatsache, dass es keine ist. Die Leute, die sich mit dem Thema Reptiloiden befassen, sind wohl auch die, die am meisten befürchten, dass es sie gibt. Richten wir uns bitte nicht nach Befürchtungen von Menschen, sondern an die Fakten. Außerdem haben viele der aufgezählten Personengruppen, wie zum Beispiel die Elternverbände oder Drogenbeauftragten, so viel Ahnung von Drogen wie Flat Earther Ahnung von Wissenschaft. Wenn die sich wirklich ernsthaft mit dem Thema Einstiegsdroge befassen würden wollen, würde ein einfacher Google-Search ausreichen, um ohne jeden Zweifel klarzumachen, dass diese Einstiegsdrogenthese reiner Nonsens ist. Jede einzelne Studie und Untersuchung, die dazu gemacht wurde, widerlegt die Einstiegsdrogenthese. Allein der Fakt, dass nur 2-5% der Cannabiskonsumenten auf härtere Drogen umsteigen, ist ein absolut wasserdichter Beweis,
dass die These Quatsch ist. Unabhängig davon, dass die These Quatsch ist, sollten ironischerweise diejenigen, die zu faul sind, sich die Studien zu dem Thema anzuschauen und deshalb davon überzeugt sind, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist, eigentlich die Ersten sein, die eine Legalisierung von Cannabis fordern, weil wenn der Weed-Dealer auch Meth hat, könnte man da viel eher dazu verleitet werden als durch Cannabis-Fachgeschäfte. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, hören wir uns mal an, was dieser AfD-Witzbold zu dem Thema zu sagen hat. Die meisten von Ihnen wissen, ich hatte es schon erwähnt, dass ich seit über 30 Jahren Polizeibeamter war, und zwar im Streifendienst. Und bei über 80% aller Feststellungen von Cannabis haben wir gleichzeitig Crystal Meth gefunden. Crystal Meth ist Ihnen sicherlich bekannt. Führt zu einem sehr, sehr schnellen und drastischen geistigen und körperlichen Abbau. Unter Polizisten ist es in der Zwischenzeit wirklich klar, dass Cannabis eine Einstiegsdroge für Crystal Meth ist. Carsten Hilse, ich möchte Ihnen hiermit offiziell die Auszeichnung geben für das lügenreichste Argument, seitdem es Stelzen gibt. Okay, ich kann nicht sicher sagen, dass es eine Lüge war, weil ich nicht mit ihm im Streifendienst unterwegs war. Genauso wenig kann ich sicher sagen, dass ein Dude, der behauptet, dass er von Aliens entführt wurde, die Unwahrheit erzählt. Schauen wir uns einfach mal die Zahlen an. 0,2% der Befragten haben laut einer Studie des Instituts der Suchtforschung Münchens in den letzten 12 Monaten Crystal Meth probiert. 6,1% gaben zu, in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert zu haben. Laut diesen Zahlen müsste Herr Hilse also nicht bei 80%, sondern bei maximal 3% der Funde von Cannabis auch Methamphetamin gefunden haben. Ähnlich sieht es aus, wenn wir uns hier nach dem Lebenszeitkonsum oder dem Konsum in den letzten 30 Tagen richten würden. Wenn man dann noch dazu nimmt, dass bei 15% der Meth-Konsumenten Meth die erste illegale Droge war und nur 40% der Meth-Konsumenten vor Meth ausschließlich Cannabis konsumiert haben, zieht es die Behauptung, dass Cannabis eine Einstiegsdroge für Meth sei, noch mehr ins Lächerliche. Auch ohne diese Zahlen nachzuschlagen, hätte man rein vom Gefühl her wissen können, dass die Aussage von Carsten Hilse vollkommen realitätsfern war. Aber es ist definitiv geil, sich auszurechnen, dass laut diesen Zahlen seine Aussage um den Faktor 26 falsch war. Bei einem Faktor 2 hätte man ja noch sagen können, ja, vielleicht lebt er in einer Meth-Problemzone oder vielleicht hat er sich ja minimal verschätzt. Aber fucking 26, das ist, als würde ich sagen, diese Obst-die-Pannenschau-DVD hat mich 570 Euro gekostet. Ist das nicht ein bisschen viel? Ja, in meiner Gegend sind DVDs ein bisschen teurer. Ein bisschen, ja. Oh, hier ist ja noch das Preisschild drauf. Hat doch nur 20 Euro gekostet. Ja, hab mich da ein bisschen verschätzt. Ich frage mich echt, was in diesem Gehirn vorgegangen sein muss, dass der auf die 80% kommt. Ich sag's euch, der Schwarze dachte sich bestimmt während seinem Gerede: Jeez, was labert dieser Cracker eigentlich? Das hab ich mal in der Grove Street besuchen, dann zeige ich diesem Hobo mal meine Büchse der Pandora. Yeah, yeah, you know what I'm talking about, bitch. Aber dieser Peewee kennt nicht mal den Unterschied zwischen Oregano und Top-Notch Blueberry Haze. That's waste of weed, man! Das einzige, was Grandpa Punk in die Fresse bekommt, sind die Boots von meinen Homies. Mehr Top von Boke G, Smoke Kong 420, represent the nation, fake-ass bitch! Wir haben in der Drogenbekämpfung doch schon so viel erreicht. Es ist in unserer Jugend nicht mehr cool, Drogen zu nehmen. Der Zigarettenverbrauch ist dramatisch zurückgegangen. Saufpartys à la Ballermann sind geächtet. Sind das Erfolge von Drogenaufklärung oder Drogenverboten? Ja, Zigaretten- und Alkoholkonsum ist runtergegangen, Cannabiskonsum aber nicht. Dies zeigt, dass man im legalen Bereich den Konsum viel eher reduzieren kann, weil man da viel eher die Kontrolle über die Lage hat. Lassen Sie sich nicht durch beweisende Studien in die Irre führen. Es steckt fast immer eine hocheffiziente Lobby dahinter. Ja, stimmt. Das kommt alles von der Lügenpresse, Lügenpresse. Es ist ja nicht mal so, dass ein paar wenige Studien für die Legalisierung sprechen, sondern so ziemlich alle Zahlen, Studien, Dokus, Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass eine Legalisierung der richtige Weg ist. Und die sind alle fake. Ja, klar. Denn wer verdient an einer Freigabe? Für den Staat ist es ein Milliardengeschäft. An der Zigarettensteuer verdient der Staat jährlich 14 Milliarden Euro. Die damit verbundenen Folgekosten schätzen Fachleute auf 17 Milliarden Euro. Das erste nimmt der Staat ein, das zweite zahlt der Bürger. Wollen Sie das wiederholen? Der Bürger zahlt doch schon jetzt die Gesundheitskosten, die durch illegale Drogen entstehen. Da würde sich nichts dran ändern.
Nur, dass keine Leute mehr wegen Streckmitteln behandelt werden müssten. Wer zahlt außerdem die Polizisten, Anwälte, Staatsanwälte, Gefängnisse, die das Verbot jetzt am Laufen halten? Ja, die Bürger. Sprechen, Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sprechen Sie sich dann konsequent auch für das Verbot von Alkohol und Nikotin aus? Das ist ganz klar. Eigentlich müsste auch Alkohol und Nikotin entsprechend verboten werden, das ist ganz klar. Wir haben aber keinen Grund, eine dritte Droge zuzulassen. An dieser Stelle muss ich sagen, Hut ab, dass er da so konsequent ist und nicht wie die CDU irgendwelche fadenscheinige Argumente bringt, warum es Sinn macht, dass Alkohol erlaubt ist und Cannabis nicht. Zuschauer mit einem Open Mind 3000 wissen natürlich, dass man wegen der Alkoholprohibition in den 20er Jahren weiß, dass Alkoholverbote mindestens genauso schlecht funktionieren wie die Verbote anderer Drogen. Vielen Dank. Herr Kollege, dass Sie eine Zwischenfrage zulassen. Hier muss ich nochmal was Positives sagen. Ich respektiere es zutiefst, dass Axel im Gegensatz zu vielen anderen Rednern jede Zwischenfrage zulässt. Meine Frage geht dahingehend, Sie haben mitbekommen, dass der Bund der Kriminalbeamten sehr viel Kraft und Energie und vor allen Dingen Personal daran bindet, dass man Konsumenten jagt und hat dringend darauf hingewiesen, dass diese Praxis beim Eigenkonsum aufhört, weil die Polizei in diesem Land Wichtigeres und Bedeutenderes zu tun hat. Sind Sie einer Meinung mit den Kriminalbeamten, dass die Polizei in diesem Land Wichtigeres zu tun hat, als Konsumenten, die ein Pfeifchen rauchen, zu jagen? Nein, nein, Frau Kollegin, der Meinung bin ich nicht. Ich schließe mich der Meinung des Präsidenten der Bayerischen Polizei an, der genau dieses für völligen Unsinn gehalten hat. Und da, denke ich mal, hat er vollkommen recht. Es ist eine Sache zu sagen, dass man die Konsumentenverfolgung als so wichtig erachtet, dass man sie nicht beenden sollte, aber zu behaupten, dass es nichts Wichtigeres gibt, ist, denke ich, eine Aussage, die nicht mal die schärfsten Legalisierungsgegner unterschreiben würden. Wer würde ernsthaft behaupten, dass es wichtiger ist, ein Kiffer als einen Terroristen, Mörder oder Einbrecher zu schnappen. Aber vielleicht nehme ich das Ganze zu wörtlich. Ich finde es erschreckend, dass Axel Gerke hier explizit die Verfolgung von einfachen Konsumenten, die ein Pfeifchen rauchen, befürwortet und nicht die übliche Antwort im Stil von Konsumenten werden ja gar nicht verfolgt, weil die meisten Verfahren eingestellt werden, bringt. Laut einer Studie der Bundesregierung sind wir etwa bei 10,8% der Bevölkerung, die irreversibel nikotinabhängig sind. 3,48% sind alkoholabhängig, aber nur 0,6% irreversibel drogenabhängig. Das zeigt ganz eindeutig, Drogenprävention lohnt sich. Ja, Drogenprävention kann sich lohnen. Drogenverbote lohnen sich jedoch nicht. Er will die Tatsache, dass weniger Leute mit illegalen Drogen Probleme haben als mit legalen, dem Verbot zuschreiben. Beziehungsweise die Tatsache, dass so viele mit Alkohol und Zigaretten Probleme haben, der Legalität dieser Drogen. Es gibt so viele völlig legale Drogen wie Kratom, Kana, Lachgas, DXM etc., die sogar noch weiter von einer Massenannahme entfernt sind als Bitcoin oder Cardano. Wie kann das sein, wenn es stimmen sollte, dass das Verbot das einzige ist, was die Leute davon abhält, die Drogen so viel zu konsumieren wie Alkohol und Zigaretten? Viele dieser illegalen Drogen sind nicht älter als 100 Jahre. Die wären also selbst, wenn sie nie verboten worden wären, niemals so weit verbreitet wie Alkohol. Außerdem haben Alkohol und Zigaretten ein deutlich höheres Suchtpotenzial als die meisten der illegalen Drogen. Somit ist dieser Suchtvergleich vollkommen sinnlos, weil die Zahlen der Alkohol- und Tabaksüchtigen demnach höher wären, selbst wenn der Konsum gleich zu den illegalen Substanzen wäre. 85% der Deutschen haben Angst vor Drogen. Wenn die Leute Angst davor haben, ist es eine gute Bedingung für die Legalisierung, weil die ja dann sowieso keine Drogen nehmen wollen. Herr Gerke, können Sie bitte den nächsten Satz mit einer besonders unterhaltsamen Stimme sagen? Bleiben Sie so cool wie unsere Jugendliche. Er hat gesagt, dass ich cool bin. Was? Spaß. Danke. Folgenden Satz von Axel G. dürfen wir natürlich bei dieser Analyse auf keinen Fall vergessen. Öffnen Sie nicht die Büchse der Pandora. 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 Es gibt eine richtige Drogenepidemie. Fakt ist aber, bei über 80% aller Feststellungen von Cannabis haben wir gleichzeitig Crystal Meth gefunden. Okay. Crystal Meth, Crystal Meth, Crystal Meth. Ich möchte ausdrücklich warnen. Öffnen
öffnen Sie nicht die Büchse der Pandora. Nein, keine Sorge, denn die Büchse ist schon auf. Konsumentenverfolgung und gestreckter Drogenkauf. Während Pilsinger friedlich an seinem Bierglas säuft und sich die Zahl der Drogentoten wieder häuft. Checkt ihr's denn nicht, ihr Epimetoys? Mit Zeus gönnen wir uns alle heftige Joints. Egal dabei ist der Status der Legalität. Sogar Danny Klose empfiehlt die Keter-Diät. 420 represent. Öffnen Sie nicht die Büchse der Pandora. 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 Öffnen Sie nicht die Büchse der Pandora.